Hallo Freunde, willkommen hier auf meinem YouTube-Channel zu meinem letzten Vlog zu der SBS 2020. Und nach meinem Vortrag, der Track 2 war, bin ich nochmal ein bisschen durch die Gegend gelaufen, habe versucht, so den ein oder anderen MVP hier vor meine Kamera zu zerren. Das ist auch gelungen und das möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten. Ich hoffe, euch hat das gefallen, das Ganze. Das sind jetzt ja 3 Teile gewesen. Ich glaube, es war auch ganz gut, dass ich das so ein bisschen gestückelt habe, weil sonst wäre ein bisschen viel geworden. Dann wäre fast der Vlog über 2 Stunden gewesen oder so, oder knapp 2 Stunden. Und es zeigt sich einfach, dass auch die langen Vlogs einfach nicht geguckt werden oder nicht bis zum Schluss geguckt werden. Nur die Leute, die es 100% gefällt. Dennoch freue ich mich, dass euch das Ganze interessiert, dass ihr immer so positives Feedback gibt zu dem Ganzen. Und ja, ich würde sagen, ich bin jetzt raus, euer Blanky, und hört euch mal an, was so der ein oder andere MVP erzählt. Bis dahin, ich bin raus. Ciao, euer Blanky. Hallo Daniel, grüß dich. Hallo. Erzähl mal ein bisschen was von dir. Ich bin Daniel Wessels, MVP für SharePoint seit 17 Jahren jetzt. Damals mit der ersten Mission angefangen, Beta 1 und kommen wir nochmal raus. Ja. Mittlerweile häufiger in der Cloud unterwegs, logischerweise. Und so. Bei dir ist das Besondere, du bist Sponsor und Organisator in einer Person. Richtig, genau. Wir machen den SharePoint Saturday jetzt im dritten Jahr hier im Leben, also in Büros, also nicht direkt im großen Gebäude. Und haben immer so um die 100 Teilnehmer und haben für dieses Jahr noch den Freitag zugenommen, haben da Workshops gemacht. Und war auch sehr erfolgreich. War super. Wir sind bisher Feedback total toll. Mhm. Die Workshops waren gut besucht. Wir hatten fast über 30 Teilnehmer für die Workshops. Mhm. Wir hatten bei den Sessions 40 Leute. Die Sprecher waren total begeistert, weil auch die Teilnehmer dabei waren. Ja, bin sehr zufrieden. Cool. Wie kamst du zu dieser Veranstaltung? Hast du einfach gedacht, du musst jetzt hier so eine Start-up machen? Event machen, hast du das angefangen zu organisieren, oder ist das gekommen? In die Zeitung war damals, glaube ich, der SharePoint Saturday in München und auch andere Events, die irgendwo dann halt waren, wo ich mir dachte, im Norden passiert sowieso gar nichts. Und als Nordlicht will man was hier oben haben, logischerweise. Und dann haben wir gesagt, lass uns das Saturday machen. So, ja, vor 2 Jahren jetzt das erste Mal. Okay. Das ist das dritte Jahr. Mhm. Du selber warst aber als Sprecher schon unterwegs, oder warst du immer Organisator? Ich war immer Organisator, deshalb spreche ich auch nicht, weil das finde ich komisch. Ja. Dann kann man andere ihre Bühne haben. Aber ich bin in München auf beim Saturday gewesen, ich bin auf dem Collaboration Summit und habe da meine Möglichkeit zu sprechen. Ja, bist du auch? Ja, genau. Auch wie lange schon? 17 Jahre. Ja, also einmal 6 Monate passiert zwischendurch. Okay. Aber sonst durchgängig dabei. Respekt. Wer kann sich hier bewerben? Ich hatte vorhin schon mal im Teamersatz. Hast du da irgendwelche Vorlieben zu dem Thema? Wenn ihr jetzt was Speaker werden will, muss ein MVP sein? Gottes Willen, nein. Nein, bewerben kann jeder. Also es ist gerade ein schönes Format, wo wir auch immer wieder gucken, ja, wir haben ein paar dabei, die auch irgendwie bekannt sind, weil es doch natürlich auch Leute an, ehrlicherweise. Aber auf jeden Fall immer Slots dabei, wo wir dann auch Leute sprechen lassen, die vielleicht das erste Mal dabei sind oder sonstiges. Wir haben einen Ausfall gehabt, wäre auch das erste Mal dabei gewesen. Fand es ein bisschen schade, also erst ein bisschen traurig, aber es ging nicht. Und immer, wir haben immer 3, 4 dabei, die dann nochmal hier ihren ersten Besuch haben. Ich hatte vorhin mit Tommy so ein bisschen über Sponsoren gesprochen. Mhm. Wenn dich das Unternehmen dafür interessiert, so eine Aktion hier zu unterstützen, ja, kann er dich quasi auch direkt ansprechen. Wirst du wahrscheinlich auch nicht Nein sagen, ja, weil kann man immer machen. Genau. Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, wie man machen muss, Sponsor werden will oder wie man sich melden kann, direkt an dich? Direkt an mich, oder aber wir haben die spsbre.de. Da ist auch der Link für wer Sponsor werden möchte. Alternativ spsbre@gerose.de als Mailadresse. Da lassen wir alles auflaufen. Wer Interesse hat zu sprechen oder auch Sponsor zu sein, kann sich da gerne melden. Cool. Ich packe einfach die Links unten in die Show Notes rein. Wenn euch das Ganze interessiert, einfach direkt auf den Link klicken. Und erstmal vielen Dank für das Interview. Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ja. Und ich gucke mal, ob ich noch jemanden finde. Bis dann. Danke. So, ich stehe jetzt hier zusammen mit dem Ragnar. Hallo Ragnar. Hey Tom, grüß dich. Willst du dich mal ganz kurz vorstellen, was du so machst? Ja, ich bin wie du auch MVP für Office Apps and Services. Arbeite bei der Quest als Partner Channel Manager im zentraleuropäischen Raum. Und bei der Quest geht es überwiegend um Themen wie Migrationen in dem Modern Workplace. Okay, du hast ja aber auch einen Vortrag hier heute gehalten auf der SharePoint Saturday. Worum ging es da? Um das neue Trend- und Hype-Thema Project Cortex, ja, das neue Wissensmanagement und Knowledge Center in Office 365, dass wir jetzt so in diesem Sommer dann zum ersten Mal, ja, das zum ersten Mal sehen werden, dass es das Licht der Welt erblicken wird. Hört sich sehr spannend an. Selber hast du deine Session auch, glaube ich, aufgenommen, ne? Richtig? Nee, leider nicht, nee. Nicht aufgenommen, nee. Nur Bilder gemacht, nur oder? Bilder gemacht, genau, okay, ja. Setzt du die irgendwo auch in sozialen im Blog? Hast du einen eigenen Blog? Oder wo genau, ich blogge unter ragnarheil.de und werde auch heute noch
hier ein bisschen podcasten. Hier sind ja ganz viele spannende Leute mit tollen Themen. Und was ich heute nicht schaffen kann, werde ich dann nächste Woche Montag im Podcast verewigen, wenn genau. du sprechen darfst zum Thema Microsoft Teams und Project. Ja. Der Podcast ist zweisprachig, richtig? Genau, ist zweisprachig. Ich bin immer so flexibel, je nachdem, wen ich halt da habe. Aber sollte halt, das Format ist halt kurz und knackig. Das heißt, 5 bis 10 Minuten. So heißt es auch Ragnar 35 Nuggets und nicht Wiener Schnitzel. Ja. Ganz kurz und knackig. Und da wollen wir mal so, ja, da will ich quasi von dir am Montag mal hören, wie so die großen Mehrwerte sind, wenn du Project nutzt unter Teams. Was so da der Unterschied ist. Genau. Ich freue mich sehr auf das Interview. Ich auch persönlich, weil das auch ein Thema ist, das momentan sehr stark nachgefragt wird, weil wir jetzt nun mal die Möglichkeit auch haben, mit Microsoft Teams und mit Project for the Web eine Plattform zu betreiben. Aber wollen wir jetzt nicht so viel verraten, die Leute sollen unseren Podcast hören. du bist das erste Mal hier oder warst du schon auf das Hier? Zum dritten Mal jetzt hier auf der Japan Saturday Bremen, genau. Ja, okay. Und sonst eigentlich immer auf Japan Saturdays unterwegs, viel auf Events, nächste Woche auch wieder auf die Shark Camp. Ja. Treffen wir uns dort zufällig? Nee, leider nicht, bin ich nicht da. Okay. Aber wir werden uns jetzt nächstes Mal öfters sehen. Genau. MVP Summit, Redmond. Auch nicht dieses Jahr, aber wahrscheinlich im nächsten Jahr wieder. Ja. Freut mich, dass du Zeit genommen hast, mal kurz ein paar Worte zu sagen. Sehr gerne. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Lasst gerne, wenn es euch, wenn ihr Fragen habt oder sonst was, in die Shownotes oder gerne folgt mir auf allen sozialen Netzwerken. Ich bin überall vertreten, außer auf Tinder. Ja, okay. Aber sonst überall und danke. Ja. Super, danke Torben. Bis dann, ciao. So, ja, ich hab jetzt noch am Mikrofon den Michael Gret. Hallo Michael, grüß dich. Hallo, lieber Thorsten. Wir versuchen hier gerade was ganz Wildes. Wir machen ein kleines Videoprojekt und versuchen einfach mal im Laufen aufzuzeichnen. Das klappt eigentlich auch ganz gut. Ich zeig das einfach mal. Michael ist auf der Seite dran, ich auf dieser Seite. Michael, du bist eigentlich einer der Ikonen, würde ich mal, für uns MVPs, die auch im Videobereich und im Audiobereich ja sehr stark angefangen haben. Für mich auch immer Vorbild gewesen im Podcast-Bereich. Jetzt mittlerweile machst du auch sehr mit Video. Ja. Und mittlerweile ist es ja so, dass du hier auch auf der SharePoint Saturdays zu dem ganzen Thema Video einen eigenen Vortrag gehalten hast. Wie kommst du zu diesem Boom? Also was ist deine Meinung, wie kommst du dazu, dass momentan auch so eine Nachfrage ist, so aus YouTube, oder meinst du, das hast du ja immer? Ja, also ich meine, ich sage mal, bei meinen Vorträgen, das ist die zweithäufigst genutzte Suchmaschine, YouTube mittlerweile. Ne? Google Nummer 1, YouTube Nummer 2 und Nummer 3 ist übrigens Amazon. Genau, und mittlerweile nutzen wir im privaten Bereich hier alle YouTube Video, um uns zu informieren, um uns ein How-To zu machen. Bei mir war mal vor ein paar Monaten das Scharnier im Kühlschrank kaputt. Wie tauscht man das aus? Man guckt mal schnell ein YouTube-Video, bestellt es bei Amazon und 2 Tage später ist es gefixt. Ne? Mhm. Und das, was ich ja jetzt mache, ist halt mit Microsoft Stream, dass man damit eine Plattform im Unternehmen hat, mit der das genauso einfach möglich ist, auch dort in Videos zu verteilen. Weil Stream ist vom Prinzip her genauso einfach zu bedienen wie YouTube, liefert die ganzen Funktionen. Und damit kann ich da jetzt mittlerweile auch relativ einfach Videos als Inhalte bereitstellen. Ne? Und gerade machen ja alle viele mittlerweile YouTube. Und Videos ist ein tolles Medium, um Informationen zu verbreiten. Ne? Wenn du jetzt ein Unternehmen oder wenn jetzt irgendeiner sich das Video anschaut, der wird dich wahrscheinlich fragen, was soll denn bitte schon ein Unternehmen an Videos hochladen? Was würdest du da so für Beispiele nennen? Also angefangen von Produktdemos, von Botschaften des Chefs alleine. Ne? Das ist so zum Livestreaming zum Beispiel. Wenn du verteilte Organisationen hast mit unterschiedlichen Standorten und du hast mal zentrale, weiß ich, Ask Me Anythings oder ähnliches, darüber kannst du verbreiten. Viele Mitarbeiter, die im Außendienst sind, die irgendwelche Produktinformationen haben, die irgendwelche Informationen zu den Produkten, die man hat, vielleicht Fehlermeldungen oder ähnliches, die man vielleicht schnell im Video hochladen kann. Trainings, also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Gucke ich auf YouTube um, all das, was man da an Inhalten macht. Ich meine, vielleicht Schminktipps, ja, ein Kosmetikkonzern, das ist vielleicht auch das, ne? Ja, genau. Also insofern kannst du das ja alles machen. Die Aufnahmen müssen ja auch dazu gemacht werden. Wie sind so deine Erfahrungen? Gehen da die Unternehmen dann eher hin, dass sie selber die Produktion machen oder lassen sie produzieren? Oder wie ist da so der Trend? Ich habe ein schönes Beispiel. Und zwar, das habe ich mal bei Microsoft, das ist ja schon ein paar Jahre her. Da war der Chef vom Klöckner Stahlhandel, Gisbert Röhl heißt er, glaube ich. Und der hat auch gesagt, wie er als Chef sozusagen den Gedanken der digitalen Transformation ins Unternehmen reinbringt. Und da sagte er, ja, er hat das gesagt, ich muss mal sowas wie ein Video, wie ein Podcast machen und hat dann seine Marketing-Kommunikationsabteilung beauftragt. Ich glaube, wir können auch wieder zurück. Ja, zurück, ja. Seine Kommunikationsabteilung beauftragt,
das zu machen. Dann kamen die halt mit Kameras und mit allem drum und dran, haben das aufgezeichnet, Riesenaufwand. Ergebnis war gut, Feedback war gut, aber da sagt, nee, das skaliert nicht. Okay. Und da hat er gesagt, aber ich habe ja zu Hause bei mir eine kleine Bibliothek, ich habe ja ein iPad und ich zeichne einfach mal zu Hause meinen kleinen Podcast auf, ja, schneide den mit iMovie und lade den dann in Yammer hoch. Und da habe ich gesagt, der Mann hat es kapiert. Das war so, genau, also insofern ist es überhaupt kein Problem, das ja zu machen. Und mit den Möglichkeiten, die man heute hat, mit einem guten Smartphone oder wie wir jetzt hier nutzen, eine GoPro oder ein DJI und so weiter, ja, da kann man ja wirklich gute Qualität produzieren. Ja. Ne? Genau. Muss man hier ein bisschen adjustieren. Wenn wir jetzt so laufen, dann muss man natürlich mal sehen, warte mal, ich stopp das mal kurz hier und lasse ich nochmal neu zentrieren. So, dann kann man weitermachen. Ja gut, den Vorteil hast du wirklich, das kann ich nicht so leicht, ne, mit meiner GoPro. Ich bin noch mit meinem Handgelenk am Justieren, ja, und geht auch etwas durch das Gewicht, würde ich wirklich sagen, etwas auf den Unterarm. Ja. Aber ne, dadurch trainiert man ja auch seine Muskulatur. Genau, aber du siehst, es ist möglich. Es ist natürlich, ich sag mal, es ist mal eine Herausforderung, wenn man alles selber macht. Ja, und gerade bei Video vervierfachen sich ja ungefähr so die Problemfelder, die man hat. Das heißt Beleuchtung, Hintergrund, Ton. Du musst auf alles Mögliche achten. Du hast ja zum Beispiel keine Kontrolle, ob du richtig genau im Bild bist oder ob ich genau im Bild bin. Da muss man sich drauf verlassen und so weiter. Ja. Wenn man halt mit einem Kameramann noch rumläuft, der kann das alles abnehmen. Das stimmt, ja. Aber auf der anderen Seite, ja, man kann es selber machen. Auf der anderen Seite, B, man kann es auch mit einem Kollegen beispielsweise zusammen machen, dass der eine die Kamera führt und der andere macht. Das ist ja auch. Und wie gesagt, das Setup ist nicht mehr so groß. Man muss da eben nicht alles riesig groß aufbauen. Und wichtig ist immer ein guter Ton. Mhm. Das ist so das A und O. Mhm. Ohne Ton oder mit einem schlechten Ton macht's sind die Spaß. Meisten Videos ja. nicht ja. Und Microsoft hat ja auch schon angekündigt, dass es in Stream mit Künstlicher Intelligenz so eine Tonverbesserung gibt. Also das Beispiel ja. war immer ein Mitarbeiter, der vor Ort auf einer Baustelle ist, im Hintergrund der ganze Baustellenlärm, und der erzählte irgendwas. Und dann mit Einschaltung der KI, mit dem Filter, war die Stimme klar zu hören. Ja? Also sowas muss man sich nicht auf KI verlassen, wenn man vorher schon ein vernünftiges Mikro macht, halt vernünftige Audioaufnahmen gemacht hat. Ja, hör mal, das ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, für mich mal hier mit vor meine Kamera vorzutreten, weil normalerweise siehst du immer die Leute vor deine Kamera. Ja, sind wir ja jetzt auch wieder mit drin. Genau. Ja, ganz herzlichen Dank, Michael. Ich hoffe, dass ich hier bei einigen Events noch erleben darf. Es ist immer inspirierend, deine Vorträge. Und auch, man kann immer jede Menge dabei lernen. Ja, ne? Das soll ja sein. Das ist ja, Wissen teilen ist ja... Perfekt. Wie war das? Wissen ist das Einzige, was... Nee, wie war das? Was teilt sich als Ende... Was mehr wird durch Teilen? Wissen, oder wie war das? So ist das, ja. Echt? In dem Sinne. Das war was anderes. Okay. Okay. Ich versuche nochmal jemanden zu finden. Bis dahin. Ciao. So, jetzt habe ich hier noch einen MVP-Kollegen bei mir vor der Kamera, und zwar den Niki Borrell. Grüß dich. Hallo. Hallo. Ja. Willst du dich mal kurz vorstellen, was du so machst? Ja, Niki Borrell, bin ja, MVP Regional Director, also in diversen Microsoft-Programmen, sehr eng mit Microsoft unterwegs, bin einer der Gründer von Experts Insight, also ein Beratungsunternehmen auf dem Microsoft-Technologie-Stack, und damit verbringe ich auch so meine Zeit, ja. Du hattest jetzt nicht nur heute die Keynote gehalten, sondern ich glaube, gestern hast du auch einen Workshop gehalten. Wo ging es da? Das Thema gestern beim Workshop war Security und Compliance eben auf dem Microsoft-Technologie-Stack, weil also vor 5 Jahren hat man Microsoft ja noch überhaupt nicht in dem Kontext Security groß gesehen. In der Zwischenzeit sind sie da bei den klassischen Gartner-Quadranten ja immer da rechts oben in der heißbegehrten Ecke. Also ist ein Thema, wo Microsoft in der Zwischenzeit auch eben ganz stark ist, und darum ging es im Workshop. Und heute Morgen hat mir sehr gut gefallen mit der Keynote. Dankeschön. Die war ja, dreht sich ja auch um das ganze Thema so ein bisschen Governance, wie man das Ganze abdecken kann, weil es ja momentan ein sehr gehyptes Thema auch ist. Absolut, muss man ja sehen. Ja. Ne? Da kommen ja neue Anfragen. Du bist aber nicht nur technisch unterwegs, sondern bist auch gleichzeitig Buchautor. Ja. Kannst du ein bisschen was über deine Bücher erzählen? Natürlich kann ich. Also die ersten 3 Bücher waren auch tatsächlich mit dem Fokus auf dem, nämlich so mein Geld verdiene, was ich so alltäglich mache. Erstes Buch wirklich klassisch zu SharePoint-Portal-Themen. Das ist ja auch genau die Wurzel, aus der ich komme. Und SharePoint 2010 damals dann die Selbstständigkeit betreten. Und zweite Buch ging es dann schon ein bisschen mehr um, ja, was bedeutet eigentlich Industrie 4.0? Mhm. Also wie kriege ich denn moderne Geschäftsansätze, moderne Arbeitsmethoden im Unternehmen etabliert und verdiene damit auch Geld? Nummer 3 ging es um Verkaufen in der Enterprise IT. Ja. Weil auch das also so ein bisschen was war, wo einfach
ich gemerkt habe beim Kunden und mit dem Kunden, es sind Herausforderungen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Mhm. Weil viele Kunden heute so ein Stück weit die Herausforderungen haben, ja gar nicht mehr so genau zu wissen, was ist das denn, was mir eine Microsoft da denn verkaufen will? Also IMS E3, was zum Teufel ist IMS E3? Ne? Und insofern haben wir da ein bisschen einen anderen Ansatz, was das Verkaufen angeht, als vielleicht noch vor 15 oder vor 20 Jahren. Mhm. Und das vierte Buch, jetzt tatsächlich dann mein erster Thriller, so ein Roman, hat überhaupt nichts mit IT und Technik und mit dem ich eigentlich mein Geld verdiene, zu tun, sondern ist einfach ja, ein Roman, eine Geschichte. Okay, Lesungen von dir? Nein, aktuell nicht. Vorlesen ist überhaupt nicht meine gute Disziplin. Ja. Ich bin gerade dran, es wird ein Hörbuch geben, also wenn man sich vorlesen lassen will, das wird möglich sein, ja. Okay. Ja, dann würde ich sagen, dann gucke ich mal, ob ich noch sonst jemanden hier vor die Kamera. Ganz herzlichen Dank, dass du hier mit vor die Kamera getreten bist und wir schauen mal weiter. Danke. Alles klar, danke schön. Tschüss. Hallo. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich sehr über ein Like hier auf meinem Kanal freuen. Wenn du mehr erfahren möchtest über Microsoft Project, Modern Workplace oder andere Office 365 Komponente, dann abonniere doch einfach meinen Kanal. Und wenn du keine Videos verpassen möchtest, kannst du auch oben gerne die Glocke markieren. Dann wirst du immer auf dem Laufenden gehalten, sobald ich ein neues Video auf meinem YouTube-Channel veröffentliche. Danke und bis zum nächsten Mal. Euer Blenki. Ciao.